Hallo bei Marios Fliegendose. Heute Abend binde ich euch noch schnell ein Stimulator. Dazu habe ich eingespannt ein Tunker TS30 in der Größe 10. Als Körpermaterial benutze ich UV Nice Dubbing in Stonefly Cream. Als Schwänzchen und Flügel Elk Hair Natur, ein Wapiti Hirsch. Als Körperhäschel eine Sattelfeder in Weiß. Als Thoraxfeder eine Chrisley Häschel. Als Rippung benutze ich in dieser Fliege Ultrawire Silber in X Small. Und als Bindefaden ein UTC 70 in Cream. Wir fangen mit der Grundwicklung an. Aus dem Hirsch schneiden wir uns ein Bündel heraus. Dieses Bündel befreien wir mit einem Kamm von der Unterwolle. Und stecken diese in einen Hairstacker. Und egalisieren die ganzen Haare auf eine Länge. Jetzt gehe ich nochmals schön mit dem Kamm durch und schneide mir alle auf eine Länge. Das Schwänzchen ist recht kurz, etwa halbe Hakenschenkellänge. Wir binden zunächst in lockeren Wicklungen über den gesamten Hakenschenkel und beim Rückbinden werden wir den Zug etwas erhöhen und drehen uns aber das Schwänzchen wieder gerade. So, nun binden wir uns den Rippungsdraht ein. Hier ist sehr störrig. Aufpassen, wieder gerade drehen und nach vorn richtig festwickeln. Und wieder zurück. Ja, jetzt hält's. Den Rest schneiden wir vorn spitzkonig zu. Diese Fliege ist recht groß und voluminös mit dem Dubbing. Deswegen macht es jetzt nichts aus, wenn wir zwei, dreimal hin und her gehen. Das decken wir nachher alles mit Dubbing ab. Ich dubbe meinen Faden wieder ganz normal mit dem UV Nice Dubbing und bilde mir nun meinen Körper. Anschließend binde ich hinter dem Körper mir die Sattelfeder ein. Ich befreie wieder unten den Kiel ein bisschen vom Flaum und binde den komplett ein. In spiralförmigen Wicklungen auf dem Körper gehen wir nun mit der Häschel nach hinten und fangen diese mit dem Rippungsdraht ab
und führen diesen am Körper nach vorne und binden diesen mit ein paar Wicklungen vorne ab. Ultra Wire Small ist sehr dünn. Hier falte ich diesen auch wieder einmal zurück, wie bei einer Häschel beim Kiel. Und drehe mir den Rest ab. Wenn es nicht geht, knack mit der Schere. Und schneide die Häschel hinten kurz ab. Mit einem Velcro streife ich nun langsam und zart noch ein wenig die Häschel, die Federn ein bisschen nach hinten und zupfe noch ein bisschen Dubbing raus. Das gibt der Fliege ein bisschen Volumen und ein bisschen durchscheinenden Schimmer. Als Deckfeder kommt wieder ein Bündel von den Haaren zum Einsatz. Ich habe sie hier schon mal vorbereitet. Ich gehe bei der Länge nicht länger als das Schwänzchen. Ich höre gerne genau in der Hälfte vom Schwänzchen auf. Ich halte mir die an, lege um und ziehe zu, halte mir dabei aber, wie ihr seht, noch fest. Und jetzt gehe ich ein paar Wicklungen durch die Haare durch. Bis nach vorn. Und der Rest wird sehr kurz abgeschnitten. Und führe den Bindefaden wieder zurück bis eng an den Thorax anliegend. Was jetzt noch übersteht, wird noch mal ein wenig beschnitten. Der Thorax besteht aus UV Nice Dubbing in Orange. Bevor wir den Körper aber dubben, binden wir noch die Häschel, die vorne ist. Über dem Thorax binden wir genauso ein. Klappen um, sichern uns den Kiel noch einmal und schneiden diesen kurz ab. Jetzt bilden wir die Kopfpartie, die Thoraxpartie dieser Fliege. Zwar dubbe ich zuerst von vorne nach hinten, dann noch ein wenig extra Dubbing aufgesponnen und wieder nach vorne zum Öhr. Jetzt hole ich mir eine Häschelklemme. Und wickel 3-4 Windungen über dem Thorax die Chrisley-Häschel. Fange mir diese vorne ab, sichere sie zweimal, klappe wieder nach hinten, mache 2 Wicklungen. Gleichzeitig schneide ich jetzt die überstehenden Fibern hier vorne weg und beende die Fliege mit einem Whip-Finish. Jetzt ziehe ich den Whip-Finisher hoch bis zum Öhr und sichere mir dadurch jetzt ein wenig die Fliege. Pack mir die Spitze der Häschel und reiß diese nach vorne weg. Abgeschnitten. Ein wenig mit Velcro
entwürstet. Und wie so oft habe ich meinen Lack wieder nicht am Filmplatz, sondern drüben an meinem Bindeplatz. Wer will, kann jetzt das Köpfchen noch ein bisschen lackieren. Und fertig ist eine kleine Stimulator. Diese im schnellen Wasser auf Forellen gefischt als Reiz- oder Suchfliege bringt oftmals den gewünschten Erfolg. Ich binde mir diese Fliegen für die Traun. Im Mai geht es 5 Tage zum Rudi Heger an die deutsche Traun, an die weiße Traun. Und dort werde ich diese kleinen Trockenfliegen gerne einsetzen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbinden. Bis zum nächsten Video, euer Marco.